Du hast also dein Leben nicht im Griff. Willkommen im Club. So geht's mir auch. Gefühlt schon immer. Ich kann mir nicht mal so richtig vorstellen, wie es sich wohl anfühlt, mal richtig angekommen zu sein. Aber drei Dinge haben mir geholfen, damit umzugehen. Ohne mir oder dir dabei einreden zu müssen, dass das Gefühl nicht berechtigt wäre. Die Ansprüche an einen Menschen, der sein Leben im Griff hat, sind einfach viel zu hoch. Körperlich gesund sein, geistig gesund sein, finanziell abgesichert sein, Karriereleiter erklimmen, große Liebe finden, Familie gründen, Freundschaften aufrechterhalten, politisch gebildet sein, nachhaltig erleben, informiert bleiben. Ich sage nicht, dass das moderne Leben total unerträglich ist und früher alles besser war. Das wäre albern, denn eigentlich haben wir gerade alle Chancen, ein besseres Leben zu führen als die Menschen vor 50, 60 oder 70 Jahren. Aber die ständige Flut aus Informationen, Konflikten und Erwartungen ist für viele nun mal überwältigend. Und sie ist vor allem für diejenigen überwältigend, die nicht bereit sind, einfach abzuschalten oder sich zu betäuben. Klar liegt es weiterhin an mir, damit umzugehen. Ich darf die Komplexität der Welt und den ständigen Stress nicht als Ausrede nutzen. Aber ich darf auch einfach mal anerkennen, dass alles im Griff haben einfach kein realistisches Ziel ist. Einige von uns tendieren dazu, jeden kleinen und großen Fehler unseres Lebens wahrzunehmen, die Fehler der anderen aber nicht zu bemerken. Die sportlichen Menschen auf Instagram weinen sich auch öfter mal in den Schlaf. Unser Kollege mit der tollen Familie kann massiv Schulden haben. Der Nachbar mit der dicken Karre vor der Haustür findet keine wahren Freunde. Jeden Tag sehen wir Menschen, direkt vor unserer Nase oder online, die sich von ihrer besten Seite präsentieren wollen und ihre Fehler lieber verstecken. Ist es da wirklich ein Wunder, dass wir glauben, alle hätten ihr Leben besser im Griff als wir selbst? Aber Achtung, das funktioniert ja in beide Richtungen. Für einen Menschen mit Gewichtsproblemen bist vielleicht du der, der das Leben im Griff hat, weil du zweimal pro Woche Sport machst und dich halbwegs gesund ernährst. Für einen Menschen ohne Freunde hast du dein Leben im Griff, weil du dich am Wochenende mit deinen Leuten treffen kannst. Für jemanden ohne Job hast du dein Leben im Griff, weil du jeden Morgen aufstehst und anpackst. Wenn wir uns darüber ärgern, dass wir die einfachen Dinge nicht auf die Reihe kriegen, die anderen so leicht zu fallen scheinen, dann müssen wir auch fair sein und die Dinge feiern, die wir schon erreicht haben und um die uns andere beneiden. Ist das Gefühl, dein Leben nicht im Griff zu haben, eher diffus oder spezifisch? Das diffuse, nicht greifbare Gefühl, dass alle anderen klarkommen, nur du nicht, ist ein Problem. Denn das fühlt sich nach Kontrollverlust an. Ein spezifisches Problem kann man hingegen angehen. Wenn du aktuell also nicht konkret darauf schaust, wo du dich abgehängt fühlst im Leben, dann vermute ich einfach mal, dass du eine verzerrte Wahrnehmung hast. Also rücken wir sie mal wieder gerade. Schreib dir mal auf, am besten mit Stift und Papier, was du brauchst, um ein minimales Level an Zufriedenheit zu erreichen. Nicht deine großen Ziele, nicht ein Leben ohne jegliche Probleme. Nur genug Zufriedenheit, um von einem Tag zum nächsten zu gehen, ohne Verzweiflung oder Angst vor der Zukunft zu spüren. Bei mir steht dann da zum Beispiel, dass ich gerne finanziell so weit sein möchte, dass ich genug Rücklagen habe, um schwere Zeiten zu überstehen. Nicht erreicht. Ich muss ein gesundes Gewicht halten. Erreicht. Mein Stresslevel muss runter. Nicht erreicht. Wanderlust Introvert muss eine positive Entwicklung zeigen. Erreicht. Was da auf der Liste fehlt, sind Dinge wie die große Liebe finden oder Bestseller schreiben, weil das sind Wünsche und Träume. Aber ohne diese Dinge ist mein Leben nicht schlecht. Ironischerweise ist die Erwartung, alles in den Griff kriegen zu können, wenn wir uns nur genug anstrengen, oft genau der Grund dafür, warum wir es nicht schaffen. Weil wir nämlich anstatt einer Baustelle gleich ein Dutzend Baustellen bearbeiten wollen. Wir wollen am besten sofort fitter werden, gesündere Ernährung etablieren, neue Freunde finden, finanziell abgesichert sein und selbst verwirklichen. Wie ich eingangs erwähnt habe, weiß ich gar nicht, wie es sich anfühlt, mein Leben im Griff zu haben. Das ist doch gar nicht so wirklich mein Anspruch. Nicht mehr zumindest. Mein Lebensweg hat nun mal Kurven, Stoppschilder, Schlaglöcher und Falschparke. Ich muss lernen, diesen spezifischen Weg zu beschreiten. Was auf den anderen Wegen links und rechts von mir passiert, ist interessant, keine Frage. Aber wenn ich rübergucke, stehen die Chancen gut, dass ich meinen Weg nie richtig kennenlernen werde. Und dass ich noch häufiger stolpere oder die eine oder andere Sehenswürdigkeit am Wegesrand verpasse. Und an den ganz schlechten Tagen bleibe ich einfach mal ganz kurz stehen, drehe mich um und schaue mir einfach nur an, wie weit ich eigentlich schon gekommen bin.